Servus und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich hatte ja schon im ersten World of Warcraft Let's Play verraten, dass ich ein zweites World of Warcraft Let's Play starten werde, was so ziemlich das Gegenteil von unserer kleinen Merrily sein wird. Und ja, mit dieser Folge hier starten wir auch das Let's Play schon. Der ein oder andere, der aufmerksam die Videobeschreibung oder auch den Titel gelesen hat, weiß schon, was uns hier jetzt erwarten wird. Und zwar werden wir uns einen Damage-Dealer erstellen. Einen Schamanen, einen Elementarschamanen, um genauer zu sein, der nebenbei auch noch ein bisschen heilen wird. Das heißt, als zweite Talentspezialisierung werden wir die Wiederherstellung wählen. Und ich hatte ja schon angedeutet, dass es ein wenig anders wird als bei Merrily. Eigentlich quasi das komplette Gegenteil. Merrily ist ein Tank, wir machen Damage-Dealer bzw. einen Heiler. Merrily ist ein kleiner, unscheinbarer Charakter. Den wir jetzt erstellen werden, wird groß, wuchtig und stark sein, mächtig. Also wirklich auch von der Präsenz her. Und ja, Merrily Allianz und diesmal natürlich die Horde. Und ich habe ein wenig rumprobiert, geguckt, was so am besten ausschaut. Ich habe geschwankt zwischen Tauren und Orks und habe mich letztendlich für die Orks entschlossen. Einfach weil die nochmal ein bisschen böser und wuchtiger aussehen. Und ja, wie gesagt, schon einen Schamanen, da er nebenbei auch ein bisschen heilen kann. Ich hätte eventuell noch einen Priester machen können. Es gibt ja Schattenpriester, die können Schaden machen und ein Priester an sich kann natürlich auch heilen. Aber ich habe mich jetzt letztendlich für den Schamanen entschieden. Und den werden wir uns jetzt auch zusammen erstellen. Gehen wir direkt mal auf Anpassen. Also es wird, wie gesagt, ein männlicher Charakter werden, einfach als kleiner Kontrast zu unserer Merrily. Und ich mag mich jetzt auch gar nicht allzu lang an der Charaktererstellung aufhalten. Ich habe mir hier jetzt schon so ein bisschen was rumprobiert und geguckt, was man so alles machen könnte aus ihm. Und ja, die Charaktererstellung hat sich inzwischen geändert. Wenn ihr euch an die erste Folge vom anderen World of Warcraft Let's Play erinnert, dann seht ihr hier deutliche Unterschiede. Und wir fangen direkt mal mit der Hautfarbe an. Wir können uns mal alle angucken. Einmal so dunkel ist grün, dann so ein bisschen heller, ein bisschen gelblicher, ein bisschen bräunlicher, ein bisschen ockerfarbener, ein bisschen gelblicher, ein bisschen bläulicher auf jeden Fall. Und halt noch ein paar grün-blau-Töne. Ich würde mich entscheiden für die vierte, einfach weil die nicht so extrem grell ist, sondern so ein bisschen gesättigtere Farben sind. Das leuchtet nicht so krass. Das leuchtet nicht so krass, finde ich persönlich angenehmer fürs Auge. Dementsprechend gerne die Nummer 4. Die Gesichter können wir uns auch allesamt mal angucken. Fangen wir hier an mit einem ziemlich normalen Gesicht mit roten Augen. Ein bisschen böser, noch ein bisschen böser. Das schaut so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja. Also an sich gefällt mir hier die Nummer 1 am besten, weil das nicht zu böse ist, aber auch nicht irgendwie zu freundlich oder zu abgefahren, wie zum Beispiel das hier. Oder hier unten gab es noch eins, wo ihm die halbe Nase fehlt. Würde ich sagen, nehmen wir mal die Nummer 1. Als Frisur. Sieht man das? Kann man das vielleicht ein bisschen besser drehen? Nee, können wir nicht. Gehen wir mal zur 1. Einmal eine Glatze, okay. Wie würde das aussehen? Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Hier haben wir einen mit zwei Zöpfen. Da hat er einen langen Zopf nach hinten. Also ich würde schwanken zwischen dem und dem hier. Ich glaube aber eher, das hier ist cool, oder? So ein bisschen Haare sollte er schon haben. Würde ich sagen, lassen wir das mal als Haarfarbe. Können wir mal gucken, ist so ein Schwarz, ein Braun, ein Rot, ein Lila, ein dunkleres Lila. Nochmal ein bisschen kräftigeres Schwarz. Dann haben wir so ein Grau und ein Weiß. Würde ich sagen, Schwarz passt ganz gut. Und als Bart, oh, da gibt es glaube ich einige. Da hat er keinen, da hat er so ein 3-Tage-Bart. Das ist so ein bisschen länglicher. Kurz, lang, mit Zopf. Zwei Zöpfe. Zwei große Zöpfe, eieiei. Ein Zopf. So ein bisschen, an den Wangen ein bisschen was. Und eins, was so ein bisschen runterhängt an den Seiten. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier alles unter dem Helm verschwindet. Wobei ich auch in diesem Let's Play möglichst ohne Helm rumlaufen werde. Einfach, dass wir das Gesicht von unserem Charakter sehen können. Ich würde sagen, das passt, oder? Hier mit den zwei großen Zöpfen. Oder wollen wir hier die zwei kleinen Zöpfe nehmen? Das ist eigentlich auch ganz cool. Weil wie gesagt, es ist ein Schamane. Also es ist definitiv etwas spiritueller. Dementsprechend würden eventuell so ein bisschen längere Barthaare gut passen.
würde sagen, wir nehmen die zwei großen. Und als Namen habe ich mich entschieden für Syndol. Ich hatte schon einige Charaktere, die Syndol heißen. Und auf dem Server, auf dem ich jetzt hier spielen werde, gab es meinen eigenen Namen Sinan leider noch nicht mehr. Das heißt, der ist schon vergeben. Und dementsprechend habe ich mich jetzt mal für Syndol entschieden. Ist, ist halt ein Name. Ist ein Name, der vor allen Dingen frei ist. Wir spielen auf dem Server Blackhand. Ihr könnt gerne auch auf dem Server anfangen. Ich werde höchstwahrscheinlich hier auch eine eigene Gilde aufmachen. Weiß ich nicht. Vorhin beim Rumprobieren gab es schon einige Gildeneinladungen. Eigentlich alle 2 Minuten. Das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, wir kriegen jetzt während der Aufnahme nicht so viele Gildeneinladungen. Und ich würde sagen, checken wir nochmal kurz die Add-ons. Ich habe das hier alles schon eingerichtet. Es passt eigentlich alles soweit. Und dann würde ich sagen, tauchen wir ein in die World of Warcraft mit unserem zweiten Charakter Syndol, dem Elementar- bzw. Wiederherstellungsschamanen. Viel Spaß. Der große Kataklysmus hat mehr zerschmettert als nur die Welt. Kriegshäuptling Thrall, der wohl mächtigste unter allen lebenden Schamanen, hat sein Volk hinter sich gelassen, um den Kataklysmus im Keim zu ersticken. Doch in seiner Abwesenheit ist der orkische Champion Garrosh Hüllschrei zum neuen Kriegshäuptling der Horde aufgestiegen. Respektiert von den Orks wegen seiner siegreichen Schlachten gegen den Lichtkönig, treibt sein gewagter Führungsstil doch allmählich einen Keil zwischen ihn und die restlichen Führer der Horde. Da Durotars natürliche Rohstoffe nahezu erschöpft sind, will Garrosh sich nehmen, was sein Volk zum Überleben braucht. Ganz gleich, wer sich ihm in den Weg stellt. Eine gefährliche neue Ära hat für die Horde begonnen. Und es ist an mutigen Orks wie euch, Garroshs Willen durchzusetzen und die Herrschaft der Orks zu sichern. Yes, und da sind wir auch schon mit dem gewohnten Interface, was wir auch von Merrily schon kennen. Das Zeug hier werde ich später mal einstellen. Die Tasten hier unten mag ich natürlich löschen. Die haben aktuell erstmal nichts mit unserem Syndol zu tun. So sieht unser Syndol aus. Böse, gefährlich. Wie kann ich hier reinzoomen? Ah ja, natürlich, so geht das. Ja, er schaut schon böse genug aus. Also böser muss es nicht unbedingt sein. Und ja, ist schon stylisch, auf jeden Fall. Gefällt mir gut. Und ja, Elementarschamane. Wir werden ganz viel Schaden austeilen mit den Kräften der Natur, Feuer, Blitz etc. pp. Wir können uns hier schon mal angucken, welche Skills wir haben. Das ist aktuell nur der Blitzschlag. Wir sind Level 1 und dementsprechend gibt es da noch nicht allzu viel. Was haben wir als Volksfähigkeit? Kochendes Blut erhöht eure Nahkampfangriffskraft um 8 sowie eure Zaubermacht um 4, hält 15 Sekunden lang an. Ja, 2 Minuten Abklingzeit ist eigentlich ganz nett. So ein kleiner Buff, den wir nutzen können aktuell. Und unser erster Angriffszauber ist Blitzschlag. Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 24,5 Naturschaden zu. Kann aus der Bewegung heraus gewirkt werden. Das ist schön. Das heißt, wir können während wir uns bewegen, können wir casten. Wir haben jetzt kein Ziel, das ist schön, aber ein Spell, den wir in der Bewegung zaubern können. Ich habe jetzt schon länger keinen Schamanen mehr gespielt. Ich habe mich jetzt ein bisschen reingelesen und scheinbar sind viele Skills des Schamanen inzwischen darauf ausgelegt, dass wir die wirklich im Laufen casten können. Das heißt, wir werden im Laufen definitiv Schaden machen können. Andere Zauberklassen, die haben meistens Zauber, die man wirken muss über eine bestimmte Zeit. Keine Ahnung, so eine Sekunde, eineinhalb Sekunden, irgendwie ein Feuerball oder so. Wir können, wie gesagt, im Laufen Zauber wirken. Das ist definitiv sehr hilfreich. Und ja, wir werden definitiv direkt mal mit den Quests anfangen. Ich werde in diesem zweiten Let's Play nicht alle Quests... Genau, da fängt es schon an. Nicht alle Quests vorlesen. Wie ich das ganz genau handhaben werde, weiß ich noch nicht, weil das doch ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich mag dieses Let's Play nicht so extrem in die Länge ziehen, wie wir das bei unserer kleinen Merrily gemacht haben. Ja, wir können ja meist hier so ein bisschen durchlesen, beziehungsweise das einfach mal eingeblendet lassen. Und ich werde höchstwahrscheinlich vorerst mal nur die Questziele vorlesen. Wir müssen jetzt mit Gornik sprechen. Den suchen wir auch direkt mal. Niemals stumpf sein. Da hinten ist er auch schon. Dieses Let's Play möchte ich vorerst mal dienstags, donnerstags, samstags und sonntags rausbringen. Also 4-mal in der Woche, dass wir quasi in der Woche eine Stunde von diesem Let's Play hier sehen können. 4-mal 15 Minuten. Je nach Resonanz kann man das eventuell auf tägliche Folgen ausweiten. Das wird sich aber zeigen. Wie gesagt, vorerst bleibt das so mit 4 Folgen pro Woche.
ja, Merrily wird es auf jeden Fall weiterhin täglich kommen. Und ich würde sagen, dann machen wir weiter. Okay, wir haben ihn gefunden, kriegen 40 Erfahrungspunkte. Scharfe Zähne. Wir müssen 6 scheckige Eber töten, kriegen dafür Armschienen, einen Ledergürtel und beziehungsweise Kettenhände, die wir noch nicht benutzen können. Wir werden später als Schamane Kettenrüstung tragen können, also schwere Rüstung. Das können wir aber, glaube ich, erst mit Level 40 freischalten. Bis dahin werden wir mit Leder rumlaufen. Dementsprechend werden wir uns wahrscheinlich gleich erstmal hier diesen wunderschönen Gürtel holen. Nehmen wir das mal an. Und dann können wir direkt mal gucken. Da vorne sind die scheinbar schon. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Das Tal der Prüfungen, okay. Das ist, soweit ich weiß, wenn das nicht geändert worden ist, das Startgebiet der Orks und der Trolle. Soweit ich weiß, war das früher so. Ich habe sehr lange keine Horde mehr gespielt. Ich habe, glaube ich, als ersten Charakter einen Horden-Hexenmeister, einen untoten Hexenmeister gespielt. Das ist aber schon Jahre her. Ich würde sagen, das sind 5 bis 6 Jahre inzwischen. Dementsprechend. Wow, wir können das wirklich im Laufen casten. Das ist ja krass. Hatte ich schon lange nicht mehr. Wir können natürlich auch trotzdem stehen bleiben und einfach casten. Und ein Checking Eber haben wir schon getötet. Zähes Stockfleisch. Oh, da kann ich direkt mal was einstellen. Schnell plündern nämlich. Da soll nämlich alles mit einem einfachen Rechtsklick automatisch aufheben. Und ja, der Anfang ist jetzt halt wirklich ein bisschen monoton. Einfach ein bisschen hier immer Blitzschlag gespammt und dann hat sich die Sache auch. 2 von 6. Wie gesagt, ich habe mich schon länger nicht mehr mit Schamanen auseinandergesetzt. Ich werde schauen, dass ich mich da jetzt langsam wieder reinarbeite. Das Schöne ist, wir werden scheinbar auch nicht sonderlich unterbrochen. Also wir werden kurz nach hinten gestoßen und zaubern dann quasi weiter. Das ist sehr angenehm. Und ihr seht schon, wir machen guten Schaden. Wir können auch hier einfach mal unseren Buff hier aktivieren. Der ist jetzt noch 10 Sekunden aktiv. Damit machen wir jetzt ein bisschen mehr Schaden. Nahkampfangriffskraft um 8 sowie Zaubermacht um 4 erhöht. Wunderbar, 5 von 6. In den Startgebieten ist es inzwischen so, dass die, ja, die Lebensenergie und das Mana sich sehr schnell regeneriert. Das wird sich mit der Zeit ja, abschwächen. Das ist einfach nur so eine kleine Hilfe, dass man anfangs nicht so viel essen und trinken muss. Wir sehen das auch, wir haben hier gerade mal 4 zähes Stockfleisch im Inventar. Ah, okay, das ist schon tot. 6 von 6, dann haben wir die Quest erledigt, können einmal zurück. Was haben wir hier? Ungelesene Nachrichten von der Postmeister. Okay, haben wir hier schon irgendwo Briefkästen eingeblendet? Tatsächlich, da müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Briefkasten finden. Mal gucken, was das ist. Ich weiß das gar nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Müssen wir gleich mal schauen. Hier hinten irgendwo müsste... Ah ja, da hinten sehe ich schon einen Briefkasten. Sehr gut. Und ja, das Overlay hier ist immer noch das gleiche, nur hier unten ist eben der Server geändert, wo wir unseren Syndol spielen. Ist ja nicht mehr auf Proudmoor. Der Postmeister. Wir konnten einen Gegenstand aus dem wirbelnden Netherbergen ablehnen. Dankeschön. Und haben bemerkt, dass er euch gehört. Besagtes Objekt befindet sich im Anhang. Wappenrock des Meisters der Lehren. Ah, okay, das ist eine accountweite Belohnung. Weil ich mit einem anderen Charakter, ich glaube, es war meine Priesterin Syndolina, ich glaube, 3000 verschiedene Quests abgeschlossen habe. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob es diesen Erfolg noch gibt. Soll uns aber auch erstmal gar nicht interessieren. Die können wir einsortieren. Repräsentant! Wir haben einen ja, Wappenrock angelegt mit einem Ausrufezeichen. Das ist eben, wie gesagt, dieser Erfolg, der von den Quests handelt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Meister der Lehren... Schließt die unten aufgelisteten Questerfolge ab. Ah ja, das sind quasi, für jedes Gebiet gab es einen Untererfolg, wo man quasi die und die Quests erledigen musste. Waren sehr, sehr viele Quests, definitiv. Die habe ich damals mit meiner Priesterin, soweit ich weiß, abgeschlossen. Und entsprechend gibt es halt diese Belohnung dafür. Und ja, unser erster Wappenrock mit einem schönen Quest-Symbol vorne drauf. Und nachdem wir diese Quest hier abgegeben haben, werde ich die Folge auch erstmal beenden. Ja, machen wir das mal. Wir hatten uns entschieden für den Gürtel mit 13 Rüstung. Wir haben noch nichts angelegt von denen. Wir können uns unser Charakterfenster auch einmal angucken. Aufklappen können wir es auch, genau. Ja, wir haben bisher nur eine ganz leichte Brustrüstung, so eine Robe. Dann haben wir unseren Wappenrock, den wir gerade aufgehoben haben, und eine Hose. Ansonsten nur ein Streitkolben und einen kleinen Schild. Das ist übrigens typisch für Schamanen. Das heißt, dass wir eine einhändige Waffe tragen und in der anderen Hand... Einen Schild, das ist zumindest bei Elementarschamanen so.
Beziehungsweise bei Wiederherstellungsschamanen. Es gibt noch, wie hieß eigentlich die dritte? Ich weiß das gar nicht. Können wir das hier noch irgendwo nachgucken? Nee, P. Schamane. Ist im Prinzip auch egal. Verstärkungsschamanen. Genau, Verstärkungsschamanen sind nämlich Nahkampfschamanen, die als Melee-Kämpfer kämpfen. Die haben, soweit ich weiß, auch die Möglichkeit, zwei Waffen zu tragen. Wir werden mit Schild rumlaufen. Das ist absolut üblich. Und ja, wir holen uns unseren Gürtel und rüsten ihn noch direkt aus. Level 2, wunderbar. Das ging ja super. Die Quests werden wir beim nächsten Mal annehmen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich werde jetzt hier nicht diese mega lange Verabschiedung machen, sondern würde sagen, Dienstag heute, Donnerstag sehen wir uns dann in der zweiten Folge wieder. Einmal ablehnen. Bis dahin. Ciao.